hallo, hallo, ihr Lieben. Ich bin wieder da. Mein Termin beim Kieferchirurg war kurz, weil das war ja nur eine Besprechung. Und sind jetzt so verblieben, weil man es noch mal komplett geröntgt war. Man kann es natürlich nicht erkennen, ob da Splitterchen drin sind. Wir warten jetzt noch ein bisschen ab. Ich habe erstmal schon mal einen Termin am 5. Dezember. Vielleicht ist in dem Fall jetzt abwarten noch mal besser. Vielleicht beruhigt sich das noch, weil ansonsten müsste der ganze Kieferkamm freigeschnitten werden und am Knochen was weggesenzt werden und alles so Sachen, die man jetzt freiwillig gar nicht so gerne haben möchte, gell? Naja. Ja, heute wird nicht gebastelt, wie ihr schon seht. Und zwar ist es folgendermaßen. Bei YouTube kommen ja immer wieder die Sachen hoch, die man früher eingestellt hat. Ihr kennt das ja, ne? Vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 11 Jahren, bei mir teilweise, glaube ich. Naja, und da kam dann dieses Buch mehrfach jetzt hoch, weil das vor 5 Jahren im Herbst 19 habe ich das gemacht. In der mit schlimmsten Zeit hier, wo unser ganzes Leben uns um die Ohren geflogen ist, habe ich mir dieses Buch gemacht. Und ich habe auch sehr viel Arbeit reingesteckt und habe sehr, sehr lange daran gearbeitet. Ich glaube, 11 oder 12 Teile gibt es davon. Das heißt, das hat damals auch fast überhaupt keinen interessiert. Zu der Zeit hat auch, ich glaube, 50 Leute haben sich's angeschaut. Ich habe mir jetzt einige Filme wieder angeschaut und kamen viele Erinnerungen hoch. Ich habe das so gemacht, guck mal, hier, es ist einfach so dadurch, ist nur ein Band, ne, sind nur verschiedene Bänder und zum Zusammenbinden. Und hier ist so ein Dingseldangsel dran, können wir mal abmachen. Ist einfach nur so dran gehängt, können wir auch daneben legen. Da ist wieder eins von diesen Projekten, wo ich ganz, ganz, ganz viel verwendet habe. Ich habe ganz viel mit Müll gearbeitet, was ja jetzt gerade wieder im Moment modern ist, wo es ja diese schöne Aktion auch gibt. Und in diesem Buch ist, sage ich mal, ungefähr die Hälfte ist garantiert Müll, wenn nicht mehr. Ja, das ist ein Buch, Autumn Book, und das ist zu finden, falls jemand sich interessiert. Hier steht auch 2019, November 19 ist das. Das ist meine Trading Card. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir haben es uns schon vor einiger Zeit angeschaut, aber ich möchte es jetzt doch, warte mal, ist ein bisschen blöd, ne? Ich möchte es doch noch mal zeigen, weil so viele Erinnerungen jetzt hochgekommen sind, ne? Das war die Zeit, als wir die Diagnosen bekommen hatten und mein Mann, ja, zuerst in der Lunge festgestellt. Ich blätter einfach mal so, ne? Ich blätter einfach mal so. Ganz viele Rüschen, was für mich sehr, sehr untypisch ist, ne? Also das mache ich sehr selten. Das sind super viele Details drin. Und diese ganzen Tags und diese ganzen Sachen, die sind alle aus. Ich muss irgendwas zum Drunterlegen haben, ne? Sonst wären wir unseres Lebens nicht so wirklich froh. Ist auch nicht so die Idealhöhe, ne? Naja. Ja, und dann kamen so viele Gedanken hoch. Und dann habe ich gestern einen Film geschaut. Da habe ich morgens ganz früh schon gedreht. Habe ich ja meistens ganz früh. Und da kommt mein Mann dann rein und ich sage zu ihm, ach, bist du auch schon auf? Und er sagt, guten Morgen. Da habe ich seine Stimme nochmal gehört. Ach, Kinder, nee. Mir ging es durch und durch. Ja, deine Stimme. Guten Morgen, hat er da gesagt. Also es sind alte Buchseiten, das ist, die Basis ist oft irgendwelche Werbung. Ein Pilzbuch, ein altes, habe ich da verarbeitet. Alte Spitzen, die ich aufgekauft hatte. Es ist alles, es ist noch einige andere. Also es ist so ein Waldbuch. Ne? Es ist nicht nur Pilz, es ist auch Wald. Also so ein Herbstbuch. Da willst du glücklich sein im Leben, dann sei es. Naja. Hat gut reden, der Junge, ne? Das ist aus einer Schokoladenverpackung, von diesen Zwischenschichten, von der, da ist so Spitze noch drauf gekommen und so. Also hier geht's los. Wir haben es gerade in der Hand, also kleben wir es gerade wieder fest, gell? Naja, das kann passieren nach so einer Zeit. Also seht ihr, das ist dieses Klebeband, ne? Geht ganz los.
machen wir es hier nochmal mit Fabri-Tac. Guck, dieses Klebeband taucht nicht für 5 Cent. Machen wir gerade ab. Noch sind wir dabei, ist kein Problem, ist kein Drama mit verbunden, meines Erachtens. Ja, und dann ging es dann darum, da hatte er schon eine Menge hinter sich. Und ja, er hatte schon den Nagel ins Bein bekommen. Er hatte 3 Diagnosen. Und ich sage in dem einen Film, sage ich noch, die Ärzte sind sprachlos, dass der Mann mit den Diagnosen, mit den Befunden noch so gut zurecht ist und so eine Kondition hat. Und ja, es war für alle eigentlich ein Rätsel. Und davon rede ich von Herbst 19. Wisst ihr, da kam die Diagnose, der Krebs hat gestreut in die Lunge. Das wurde untersucht, da musste extra eine Lungenpunktion gemacht werden, was ziemlich aufwendig gewesen ist, weil er dann ja auch im Krankenhaus war. Und da muss auch irgendwas gewesen sein, denn der Termin wurde überschritten. Er musste länger bleiben und all so ein Scheiß. Ne? Wir haben auch nie genau gehört, was da los ist. Gell? Und ja, also wusste man, das ist gestreuter Nierenkrebs in der Lunge, in den Lymphen. Die waren auch schon so leicht betroffen da, die anschließenden Lymphen. Und ja, dann hat man anschließend ganz kurz drauf festgestellt, er hat 2 riesengroße Tumore im Kopf. Deswegen war auch das eine Auge so komisch aus, weil der da am Auge wuchs. Ja, das war innerhalb von 14 Tagen oder noch nicht mal, ich weiß nicht, von ganz, ganz kurz. Ganz, ganz kurze Zeit nur. Und ja, ach, den Film habe ich gerade mir angeschaut, wo ich diese ganzen Sachen gemacht habe. Ja, und tja. Und dann stellte man fest, dann wurde ja erst das Gehirn bestrahlt. Und kaum war das beendet, hatte ich ja vor kurzem noch erzählt, das war jetzt die Zeit gerade, ne? Dann kam sofort der Nagel ins Bein, von dem Moment an konnte er nicht mehr richtig gehen. Da musste er sich davon wieder erholen. Das dauerte ja auch so eine Zeit. Und dann fing das mit dem Krebshemmer endlich an. Den ersten Krebshemmer hat er über 1,5 Jahre bekommen. Was schon eine sehr, sehr, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe die Sachen, die genauen Sachen habe ich nicht mehr vorrätig. Die habe ich irgendwann weggeworfen, weil ich wollte das jetzt nicht, diese Krankheitssachen alle so im Detail. Das war vielleicht verfrüht, ich weiß es nicht, aber ich wollte es einfach nicht mehr haben. Ja, der Krebshemmer hat bei ihm erstaunlich gut gewirkt. Das ist zum Beispiel dieses ganze Papier. Das ist aus einer Zeitung, so eine Umsonstzeitung, die ich im Krankenhaus gefunden habe, am Gütersloh. Das ist die Basis, da habe ich Takes und Taschen mitgemacht. Und ich finde, das sieht toll aus, gell? Tja, ich finde, das sieht toll aus. Kalender verarbeitet auch, glaube ich, irgendwo. Alte Bücher verarbeitet. Diese hier, die habe ich auf dem Parkplatz gefunden, beim sozialen Kaufhaus. Ich erinnere mich, weil ich mir sowas noch nie gekauft hatte. Da waren so ein paar Blättchen auf dem Boden gewesen. Habe ich natürlich mitgenommen. Ist ja klar. Ach, das ist eingeklebt, gell? Ja. Ja, das erinnert mich jetzt an eine ganz, ganz schwere Zeit. Man versuchte alles und versuchte und versuchte und versuchte. Und die Termine gemacht, dass es alles reibungslos vonstatten geht. Und ich klebe das hier auf. Wartet mal. Nee, das ist nicht zum Rausnehmen. Petra, das war ein Fehler. Ich habe gedacht, das wäre zum Rausnehmen. Stimmt gar nicht, ist festgeklebt. Ja, da brauche ich mich nicht wundern, dass es nicht rausgeht. Serviettentechnik. Ja. Ah, nee, hier kann ich auch mal. Ich muss immer jetzt vorsichtig gucken, dass ich nicht irgendwas... Das habe ich alles aus Reststücken von Zeitungen zusammengestellt und Reststücken von... also aus Büchern und Scrapbook-Papier altes und... Ja, ist ganz, ganz, ganz viel Verschiedenes reingekommen hier. Ganz, ganz, ganz viel. Vor allen Dingen diese ganzen Spitzen, das ist für mich sehr, sehr untypisch. Sonst habe ich das eigentlich nicht gehabt, so, ne? Mit Spitzen. Aber hier sind überall Spitzen drin, ne? Das ist eigentlich toll. Und das ist ein alter Kalender. Das war der Kalender, den wir in dem wir an der Küche hängen hatten. Ja.
Erinnerungen sind haltbarer als Dinge. Ja. Hier sind viele Erinnerungen in diesem Buch jetzt. Also ich hatte das nicht so bewusst im Kopf, dass das das Buch ist, was in der schlimmsten Zeit hier, wo alles, praktisch unser ganzes Leben mir um die Ohren flog, gemacht worden ist. Ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf, muss ich sagen. Tja. Zum Beispiel diese Karten, da hatten wir schon ein, zwei von gesehen, die sind von der Daphne. Die habe ich mal gewonnen bei der, bei Facebook. Gab es irgendwie sowas und dann habe ich die gewonnen. Und das ist aus alten Büchern, von schönen, so Herbst, also Astern, ne? Das ist ein ganz tolles altes Buch. Habe ich schon lange nicht mehr mitgearbeitet, müsste ich auch mal wieder machen. Na, kriege ich wieder rein. Wäre doch ganz schön, wenn ich es wieder reinkriege. Doch, kriege ich. Mein Gott, und diese vielen Spitzen. Und da hatte ich die Possamenten auch. Ja. Guckt euch das an. Auch das, alles Reststücke auf altem Papier. Und die Basis darunter in der Mitte ist irgendeine ganz dünne Werbung. Alles verwendet. Habe ich mir gerade angeschaut. Also ich war wirklich schon ziemlich erfindungsreich damals. Sehr, sehr viel. Und alles kombiniert. Ja, und dann diese vielen, vielen, vielen Spitzen und Bordüren und Passamenten. Ja. Ja, ist für mich jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Ja. Jetzt mit dem Gedanken, dass ich das in der Zeit gemacht habe, als er, ja, ne, denn ich bin sowieso jetzt im Moment ziemlich, ja, kann ich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr traurig oft. Guck mal, das ist ein Nachteil, wenn man so ein dickes Buch hat, was sowieso so bulky ist, und dann hat man das so, und irgendwann kann man die gar nicht mehr rausnehmen, ohne sich zu verrenken. Würde ich heute so nicht mehr machen, ne? Da würde ich die Tasche nur noch nach außen aufmachen, ne? Aber damals, da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, gebe ich ehrlich zu, in dem Moment. Aber man lernt halt dazu, ne? Der Flipper aus dem schönen, schönen Stoff. Grün ist viel, das ist dem Holzpapier, das war auch toll. Schade, dass es sowas Schönes von dem nicht mehr gibt, ne? Gibt es ja nicht mehr. Machen ja nur noch so komische Sachen heute, die meisten. Viele Beschreibungen von den Pilzen, wenn möglich, habe ich sie auch dazu gegeben. Das war auch aus einer Zeitung. Seht ihr, das ist immer vorne auf jedem Deckblatt drauf gewesen. Dieses Mädchen, ne, das ist eins. Sowas finde ich dann schön, wenn sich das wiederholt. Ne? Hier, zwei. Könnte aus der Floh gewesen sein, drei. Und da ist wieder dieses Filz auch, ne? Ja, gefunden. Ja. Das ist wieder Helen Benning. Ich habe mir ja Bücher bestellt, noch zwei oder drei, ich weiß es nicht. Also England, Charity und kommt und kommt nicht an. Ich kriege immer Benachrichtigungen. Ja, der Status hat sich geändert. Der ändert sich, aber es bewegt sich nicht, ne? Oh, je. Das ist aber auch ein Scheiß, seitdem die nicht mehr bei uns mit in der EU sind, hat sich das alles unheimlich verkompliziert. Das Leben ist keine Frage von Meilensteinen, sondern von Momenten. Ja, das stimmt. Was ich da alles zusammengetragen habe. Also ich selber staune wirklich über mich, gebe ich ehrlich zu. Ich staune über mich, wenn ich das heute so sehe. Es war schon sehr, sehr vielschichtig, hier wieder so ein altes Stoffstück und dann dies und dann das, auch wieder hier dieses, ach Mensch, nee, ne. Ist richtig toll, also richtig, also ehrlich gesagt, ich find's nach wie vor, also ich finde es immer noch sehr, sehr schön, das Buch, gebe ich ehrlich zu. Da ist wieder eine von den schönen Karten, da habe ich alles, was mit Wald und Herbst zusammenhängt, eine Morchel. Tolles, tolles Foto, gell? Schöner, schöner Strauß. Tolles Papier aus dem einen tollen Buch. Hier ist wieder ein kleines drin. Ja, toll gemacht. Ja, hier steckt eine Menge Arbeit drin in diesem Buch. Das muss ich schon sagen. Eine Menge Arbeit. Sehr viel unterschiedliche Materialien kombiniert. Ich mag das gerne, wenn das so ist.
eindrucksvolle Zeichen von Weisheit ist beständige Heiterkeit. Naja, ich kann nicht immer nur heiter sein, das tut mir leid. Dafür ist mein Leben auch oft zu traurig gewesen jetzt. Ich bemühe mich, ich lasse es drin. Seht ihr, was ich meine mit dem Ausziehen hier? Ne? Das ist unüberlegt. Das würde ich heute so nicht mehr machen, würde ich es andersrum machen. Man kann es rauskriegen, aber es ist mühselig. Ne? Ja. Das sind Bilder von Edith Holden. Das werden die meisten nicht glauben, aber ist tatsächlich wahr in ihrer Biografie. Ne? So hat sie auch mal gemalt. Ne? Das ist ja auch Edith Holden, das kennt ihr ja alle. Hier wieder, das finde ich, also ich finde es so genial, dass ich dieses Papier da benutzt habe. Es sieht einfach klasse aus. Und diese Blätter, glaube ich, waren in der Daphne oder in irgendwo. Ne? Das ist draufgeklebt. Und hier sind wir bei Nummer 4. Hier ist auch wieder so ein schönes Blättchen. Was ich alles. Also ich bin ganz. Und da ist aber auch schon das System, es wiederholt sich vier, also in jedem Signature. Aber es sind ja immer andere Bilder. Für mich ist es nicht langweilig. Ne? Nur ich kann da besser mit umgehen, wenn ich das so mache, als wenn ich alles wahllos, was ich ja auch schon teilweise gemacht habe, so ist es ja nicht, aber wenn ich das so wahllos da reinballer, nur um irgendwo was reinzuballern, ich kann da besser mit umgehen, wenn ich so eine Ordnung, so eine Struktur habe. Ne? Für mich ist das angenehmer. Das alles andere ist Chaos. Chaos brauche ich nicht. Chaos habe ich genug in meinem Leben gehabt. Brauche ich nicht noch erzeugen. Ja, ich vermute, dass viele Leute das auch gar nicht so bemerken. Aber ich bemerke das sehr. Und deswegen sind manche von den ganz, ganz tollen Büchern, die ich kenne, sind ja wirklich auf der Welt so schöne Bücher unterwegs, also die gemacht wurden. Ja, wie soll ich sagen? Ne, manche sind mir dann einfach zu durcheinander. Habe ich nicht gern. Oh, der Engel. Die ruhige Herbststimmung. Dann wird, guck, und dann diese tolle Nebelstimmung. Schwierig jetzt zu zeigen. Seht ihr, das ist das. Ich hasse das, dass das so dick geworden ist. Aber es ist so dick geworden, weil so viel da rein musste unbedingt. Und ich wurde nicht fertig mit dem Teil. Und ach Mensch, ja. Jetzt ist es, wie es ist. Jetzt müssen wir damit leben. Aber schön ist es nicht. Nee, erstrebenswert ist es nicht, dass man so ein Bulky-Ding produziert, was dann auch nicht gut liegt. Ne? Aber passiert. Ne? Passiert halt. Das ist so besondere Marmelade noch. Ich weiß gar nicht, mit welchem. Er hatte irgend noch eine, aus einer Zeitung, glaube ich, war das, wenn ich mich nicht irre. Hier auch so Herbst. Wir sind gleich durch mit dem Ganzen. Auch die tollen Papiere und überall die Pilze, Vögelchen. Da, seht ihr, mit Ach und Krach kriege ich es noch raus. Ich lasse es jetzt allerdings. Ist mir zu anstrengend. Tolle Papiere. Da sind wir nochmal hier bei diesem Text. Die sind echt genial, diese Texte, die ich da gemacht habe aus diesem Restzeugs. Ah, da ist noch ein Umschlag drin. Wusste ich gar nicht. Ecodyne. Ah, da sind bestimmt noch ein paar Artikel oder ein Artikel. Mal gucken. Was haben wir da Schönes? Ah, das ist so toll. Die Farben haben mir so gut gefallen. Und dann haben wir hier noch was drin. Nur wer das Licht bewegen lernt, kann Schatten gebieten. Tolle, tolle, tolle Aufnahmen. Genau. Zwei schöne Aufnahmen. Ja, das ist schön. Das passt gut in das Herbstbuch rein. Wunderbar. Der Umschlag, ja. Ecodyne. Bisschen gestaltet. Mushrooms und Fungi. Dann haben wir hier noch einen kleinen Tick. In der Natur finde ich Ruhe und Heilung. In ihr bringe ich meine Sinne wieder in Einklang. Ja, das stimmt. Über eines, finde ich, sollten wir alle viel öfter lachen. Über uns selbst. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, wir machen es jetzt wieder zu. Ich habe mir es gerne nochmal angeschaut. Vielleicht hattet ihr auch Lust, mal mitzuschauen. Wenn nicht, seid ihr ja schon sowieso nicht dabei. Ich sehe das immer an den Zahlen. Der Film ist zum Beispiel 30 Minuten lang und die Leute gucken im Durchschnitt
ich weiß nicht, ich sage jetzt irgendeine Zahl, das stimmt nicht, aber vielleicht 15 Minuten oder noch weniger, man weiß es nicht. Ja, es ist, wie es ist, die Zeit ist sehr schnelllebig. Ich habe noch eins gegriffen, weil ich habe gedacht, dann können wir noch was anschauen, da fällt schon was raus, hier aus diesem ganzen Zummelzeug. So, das ist mal eine Besonderheit. Erinnert ihr euch noch an dieses Buch, wie wir das gemacht haben? Ich zeige es noch mal von oben. Und zwar, jetzt weiß ich gar nicht mehr, von wem die Idee ist. Ui. Das ist auf jeden Fall Papier von vom Action, dieses schöne Papier vom Action, dieses hier. Und diese Tags habe ich, glaube ich, aus Kanada, aus dem Paket bekommen. Und zwar haben wir diese Taschen so gemacht. Guck mal. Ich nehme sie jetzt mal alle raus. So, damit ich euch nochmal das zeige. Weil das ist eine super schöne, könnt ihr es erkennen, so, ne? Super schöne, interessante Sache. Und dann werden die einfach so eingehängt. Ne? Ich lege sie jetzt locker rein, weil wir sie ja nochmal eben durchblättern wollen. So. Das war das Erste. Und dann habe ich immer so eine Tasche, dieses schöne Papier. Das ist, wie gesagt, vom Action. Wir können noch ein bisschen größer werden. Na, das ist zu groß. Das ist übertrieben. Ne? Das ist übertrieben. Fangen wir mal an, das Erste. Und dann ist das auch Actionpapier. Und das fand ich wirklich von denen klasse. Ja. Und hier geht es auch wieder mit Pilzen und Farben, ne? Und Stempel. Und hier sind noch Möglichkeiten, was reinzutun und zu schreiben, wenn man wollte. Aber mache ich ja eh nie. Ecodyne-Papier, schöne Pilze von Edith Holden, Pilze aus anderen Büchern, schöne Farben aus Zeitungen, Papiere irgendwoher, Farben, Pilz, Stempel. Ja, das war ein Kalender. Ja, das war auch irgendein Papier von vielleicht Daphne oder ich habe keine Ahnung. Stempel, Edith Holden, noch mehr Pilze, Stempel. Dieses Papier, das ist toll gewesen, das fand ich toll. Dieses fand ich nicht so schön, aber es passt sich halt hier ganz gut an. Hier die Mitte ist wieder so als Tasche gestaltet, was ich ja immer ganz gerne mache. Kann man den Faden, den Knoten da drin verstecken, wenn man möchte. Ach, das finde ich eigentlich ganz schön. Großen Pilz hatte ich auch noch, diesen großen Pilzstempel. Farben sind ganz schön, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Papiere verschiedener Art. Auch da sind sehr, sehr, sehr viele verschiedene einfache, ganz einfache Papiere, schöne Papiere, selbstgemachte Papiere, altes Pilzbuch, altes Lexikon. Ja, und hinten ist immer ein großer Tag. Ah ja. Und dann wird das so einfach eingeschoben, so, seht ihr? Und dann ist das Teil weg, dann ist es fest. So. Das hat das für sich, wenn man so ein Buch macht und will drin schreiben, dann kann man nur ein kleines Teil mitnehmen. Ne? Braucht nicht das ganze große Teil einpacken. Wenn man unterwegs vielleicht, würde sich auch anbieten, sagen wir mal in dieser Art, wenn man so ein bisschen skizzieren will oder so, oder unterwegs so Gedanken festhält. Oh, was tolle Bilder teilweise dabei sind. Guckt euch das mal an. Ja. Das ist vielleicht die Farben. Das ist Thomas Kinkade, ja. Ja, das ist der Kalender wieder. Das ist aus Daphne raus. Pilzbuch. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, ein Kalender auch. Bin mir nicht ganz sicher. Edith Holden, verschiedene Pilze wieder. Und die Stempel habe ich dann alle verwendet. Guck, da ist wieder Papier mit Gold. Da haben wir wieder die Mitte. Da ist es nämlich noch nicht zugeklebt oder als Tasche. Wenn man das so macht, dann kann man es zu hier so ein Feature hier oder hier und dann zukleben. Entweder von oben oder von der Seite. Und dann ist der Knoten weg und dann sieht das toll aus. Finde ich schön. Naja. Guck mal, das tolle Papier. Ja, es ist noch viel Platz. Man könnte noch ganz viel reinmachen auch. Wäre auch vom Buch her ohne Probleme machbar. Aber ich habe gerade, als ich nach dem Autumnbuch, also auch nach diesem Herbstbuch suchte, habe ich festgestellt, wie viele Bücher ich in den letzten Zeiten gemacht habe, wie toll die sind und wie viel da zum Schreiben auch dabei sind. Kann ich in meinem ganzen Leben nicht aufbrauchen. Also die liegen da alle und vergammeln auf gut Deutsch. Ist so schade, ne? Naja.
Es ist, wie es ist. Verkaufen kann ich sie leider nicht. Und es ist kein Interesse, es besteht kein Interesse daran. Und das ist auch in Ordnung. Also es ist kein Thema. Es kann ja nicht jedem alles gefallen. Da bin ich ganz eurer Meinung. Mir gefällt vieles gar nicht. Wollte ich persönlich auch nicht haben. Gucke ich mir zwar an, finde ich interessant, wie was gemacht wird. Aber haben möchte ich es da nicht. Und das verstehe ich gut. Ne? Das verstehe ich gut. Ja, das ist kein Vorwurf. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Das ist nur eine Feststellung. Alles gut. Ja, das sind alles so zusammengesuchte Sachen. Auch da sind ganz viele Materialien schon. Ja, Müll hätte ich fast gesagt. Nicht unbedingt, aber doch Sachen, die man nicht aufheben würde unbedingt. Ja. Eigentlich nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Bisschen krumm, bisschen schief, aber schief ist Englisch, ne? Ja, das ist natürlich mal schön. Ich weiß nicht, wann ich das gemacht habe, muss ich zugeben. Vor allem vor 2 Jahren, vor 3 Jahren. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich weiß wohl, dass ich die Idee irgendwie aufgegriffen habe. Guck immer, ob irgendwo was drin steht, denn manchmal habe ich ja auch reingeschrieben. Moment. Moment, Moment. So, so, so. Vielleicht haben wir hier was drin stehen. Auch nicht. Schade. Das ist schade. Vorne stand auch nichts drin. Hatte ich ja schon geguckt, ne? Nee, schade. Also das Papier von, das muss so 2 Jahre her gewesen sein, ne? War das nicht da die Zeit, wo das Papier beim Action auftauchte? Der Bogen, also dieser Block war richtig klasse. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber der war richtig schön. Das Papier war richtig schön. Das Buch habe ich komplett selber gemacht, ja, aus Pappe. Und dann mit diesem System, wo man das so einschiebt. Mensch, normalerweise schreibe ich das dann da rein, nach welcher Idee das ist. Aber das habe ich leider vergessen. Das war's schon von heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Für mich eine kleine Rückbesinnung und ich bin immer ganz überrascht, meine alten Filme zu sehen zu der Zeit, wo ich die Kraft hergenommen habe, alles zu stemmen. Es war wirklich damals unheimlich viel. Tja, aber andererseits gut, dass ich es gemacht habe. Es war wirklich meine Krücke, dass ich gesagt habe, ich muss, ich will, ich will, ich will. Ich glaube nicht, dass ich das sonst so alles durchgestanden hätte, wenn ich das Basteln nicht so gehabt hätte und die Filmerei. Ich habe damals gefilmt und ich fand die Filme nach wie vor nicht so schlecht, weil die Anleitungen waren gut, die Erklärungen waren gut, aber es hat keinen interessiert, wisst ihr. Daran sehe ich, dass meine Art der Bastelei die wenigsten Leute interessiert. Vollkommen in Ordnung, ganz ehrlich, es gibt so viele Möglichkeiten, sich bastlerisch auszuleben und tätig zu werden. Ist ja ganz klar, dass einem nicht alles gefallen kann. Ne? Das kann ich gut verstehen. Und ich habe ja immer schon diesen Stil, dass ich einfach so Sachen zusammensuche und da was Neues rausmache. Oh, ich musste eben gehen. Ich bin so früh aufgestanden. Ich habe um 5 Uhr schon Wecker gestellt, damit ich ja, ich musste um 7:45 schon in der Praxis sein heute. Das war früh, gell? Ja. Tja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch sagen könnte. Ich bin noch so ein bisschen in Gedanken gefangen, muss ich sagen. Und ich höre immer noch seit gestern, wie mein Mann Guten Morgen sagt. Die ganze Zeit habe ich das Hals so richtig in meinem Kopf, wie er so freundlich Guten Morgen sagt. Ne? Ich sage, ach, bist du schon auf? Guten Morgen, ja, guten Morgen, ja. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Wiederschauen.